Servus Leute, willkommen zum neuen Fitnessvideo von InFitness.tv. Heute beschäftigen wir uns mit dem Trizeps. Hier liegt der Muskel, ganz, ganz wichtiger Muskel, denn dieser macht 2/3 des Oberarms aus. Also wenn ihr dicke Arme haben wollt, Leute, dann müsst ihr den Trizeps trainieren. Der Bizeps ist auch sehr, sehr wichtig natürlich, aber der Trizeps um noch einiges mehr, denn er wird bei allen Bewegungen beansprucht, wenn ihr etwas wegdrücken wollt oder wenn ihr zum Beispiel einen Speer werft, beim Bankdrücken, überall, da wird der Trizeps beansprucht. Dementsprechend heißt er auch Armstreckermuskel und überall, ne, wenn ihr etwas wegstreckt, den Arm wegstreckt, seht ihr das, ne? Wie ihr sehen könnt, ne? Ganz wichtig, Trizeps trainieren. Heute stelle ich euch 3 Übungen vor, die den Trizeps beanspruchen. Viel Spaß. Okay, kommen wir zu unserer allerersten Übung, nämlich dem seitlichen Armstrecken über Kopf. Viele von euch werden das vielleicht kennen, ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Übung. Sehr, sehr effektiv. Schwierigkeitsgrad 2, da sie doch etwas an Geschick erfordert. Und da doch einiges schief gehen kann. Ich zeige es euch mal. Also erstmal nehmt ihr eine standfeste Position ein, die Beine ungefähr schulterbreit oder sowas. Ihr könnt auch einen Ausfallschritt machen. Dann eine Hand an die Brust, eine hinter den Kopf und dann geht's los. Den Arm hochstrecken mit dem Gewicht in der Hand. Ne? 2 Sekunden lang dabei ein- und ausatmen. Ganz wichtig. Und den Arm nicht überstrecken, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht den hier machen. Ne, da werdet ihr merken, das tut nach einer Zeit weh. Und auch nicht ganz runter gehen, sondern immer den Arm so ein bisschen angespannt lassen. Und da werdet ihr merken, dass es wirklich sehr, sehr im Trizeps zieht und sehr, sehr effektiv ist, diese Übung. Das Gute bei der Übung ist, ihr könnt mit ein bisschen mehr Gewicht arbeiten, denn ihr könnt mit der anderen Hand, die sozusagen frei ist, könnt ihr ein bisschen nachpushen. Nämlich, wenn das Gewicht zu schwer wird, ne, könnt ihr mit der anderen Hand leicht hochdrücken, ne, aber nicht komplett so, sondern ganz, ganz leicht könnt ihr da nachhelfen und so mit mehr Gewicht arbeiten. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr am letzten Satz seid oder bei den letzten Wiederholungen. Beim Thema Wiederholungen, das Ganze machen wir wieder 8 bis 12 Mal und das 3 Sätze und ganz, ganz wichtig, auf die Form achten, nicht durchdrücken und immer kontrolliert den Arm hoch und runter. Ja, kommen wir zu unserer zweiten Übung, nämlich Armstrecken vorgebeugt bzw. Kickbacks. Viele werden es unter Kickbacks von euch kennen. Wie läuft das ab? Was brauchen wir dafür? Einen Hocker. Ne? Ihr könnt auch einen Stuhl nehmen und eine Bettkante. Ihr könnt es auch auf dem Boden machen. Ist aber ein bisschen schwierig. Ich empfehle euch auf jeden Fall einen Hocker, also irgendwo, wo ihr so ein bisschen die Knie drauf positionieren könnt. Wie läuft es ab? Eine Körperhälfte kommt komplett auf den Hocker, also Arm sowie das Knie. Das andere Bein positionieren wir schön stabil, ne? So dass wir nicht wackeln können. Den Arm winkeln wir an, im rechten Winkel. Und los geht's. Dabei ist ganz, ganz wichtig, der Rücken sollte immer gerade bleiben. Ne? Kein Hohlkreuz, also nicht den hier machen. Oder irgendwie den hier, sondern den Rücken schön gerade halten und die Kickbacks machen. Ne? Schön langsam und kontrolliert, dabei auf die Form achten und immer schön dranbleiben. Das macht ihr natürlich im Wechsel ganz, ganz wichtig. Ne? Nicht nur einen Arm trainieren, sondern auch den anderen. Das Ganze 8 bis 12 Wiederholungen, A3 Sätze, ist wirklich eine schöne Übung. Geht sehr, sehr auf den Trizeps. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber nach einer Zeit fuchst ihr euch da auf jeden Fall rein. Und weiter geht's zur dritten Übung. Jo, weiter geht's, kommen wir zu unserer dritten Übung, nämlich dem Armstrecken im Liegen, auf French Press genannt. Ist wirklich auch eine schöne Übung für alle die wenig Zeit haben und sich nur auf einen Trizeps konzentrieren können. Bei dieser Übung könnt ihr nämlich beide Arme gleichzeitig trainieren und ihr braucht auch nicht viel Equipment, ihr könnt euch auf den Boden legen oder sowas oder wie hier, ich auf eine schöne Matte. Dazu brauchen wir natürlich 2 Hanteln, ganz, ganz wichtig und es wirkt wirklich sehr, sehr effektiv, ganz, ganz einfach die Übung und ich zeige sie euch jetzt mal in der Trockenversion. Ihr legt euch dann hin, ihr könnt die Beine anwinkeln, damit ihr das Hohlkreuz verhindert, die Arme schön vertikal nach oben und los geht's, zack. Zack, zack. Dabei versucht ihr einen 90-Grad-Winkel zu erreichen im Armgelenk, im Ellengelenk. Nicht überstrecken, ganz, ganz wichtig. Und ihr seht schon im Video,
wie der Trizeps richtig schön angespannt wird. Und das sogar schon ohne Gewichte. Jetzt zeige ich euch jetzt mal mit Gewichten, ne, hier die guten Handeln. Ganz wichtig, wie gesagt, die Arme, die Beine anwinkeln, um Hohlkreuz zu verhindern. Und los geht's. Das macht ihr schön kontrolliert. Achtet dabei auf die Form. Und ihr werdet ganz, ganz schnell merken, dass die Übung richtig anstrengend ist. Und mit wenig Gewicht könnt ihr hier eine Menge, Menge erreichen. Und so den Trizeps trainieren. Das waren die drei Trizepsübungen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls es euch gefallen hat, schreibt in die Comments. Und bleibt immer schön dran, im Fitness TV gucken. Das war Raphael, ich sag ciao.